An der B97 in Hoyerswerda werden ab der kommenden Woche 50 Bäume gefällt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Straßenmeisterei und dem Ortsausgang in Richtung Bernsdorf. Grund dafür ist der geplante Ausbau der Bundesstraße ab dem Frühsommer. Dann wird in diesem Bereich die Fahrbahndecke erneuert und ein Radweg angebaut. Die Kosten betragen rund 1,25 Millionen Euro. Die Fellarbeiten werden bis Ende des Monats größtenteils unter einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung ausgeführt.